ja einfach mal mit einem Spinner hier am Koori angeln absolut machbar. Welche Spinner gerade funktionieren, wie man hier im Idealfall auch noch ein paar Kaffeeaufträge absolviert, zeige ich dir. Also gucken wir doch mal direkt als erstes rein. Kaffeeaufträge hier gerade am Koori durchaus realistisch zu erledigen. Natürlich Beifang, immer der olle Barsch. Ab und zu geht natürlich gerne auch mal eine Esche mit rein, wobei die Gewichtsklasse schon ein bisschen tricky ist. Zwergmarine durchaus eine Option und natürlich schnell erledigt Seeforelle. Ich würde sagen, die Sefo mit 1,6 Kilo, 4 Stück für knapp 100 Silber, die schnappen wir uns mal eben. Das heißt, wir gehen hier auf diese Landzunge, auf diese Spitze und gehen hier mit relativ simplen Setup einfach darauf ein. Auf diesen Fisch gehen wir jetzt. Ich nehme mal hier die, ne, die nicht, aber wir nehmen mal hier eine normale Spinroute und haben dann hier, ich sag mal, ein Basis-Setup. Basierend oder die Basis ist jetzt insofern gegeben, dass wir hier einfach einen 12 Kilo Vorfach verwenden. Man kann auch noch ein bisschen drunter gehen, vielleicht so im Bereich von 9. Ganz weit runter würde ich allerdings nicht gehen, das wird dann vielleicht ein bisschen zu wenig. Aber in dem Fall wäre das jetzt hier ein, ja, ich sag mal schon mittleres Setup, nicht ganz so brachial wie fürs Hechtangeln und ähnliches. Man kann hier mit, ich sag mal, einem vernünftigen Einstiegs-Spinning-Setup ganz gut Gas geben. Man könnte sogar mit dem Belaya-Setup hier sich hier hinstellen. Es ist allerdings schon auch etwas tricky, weil die Fische eben doch recht groß sind. Apropos recht groß, hier mit einem Spinner, zum Beispiel hier diese 12er-Serie, 12-Gramm-Serie von den Spikern, die kann man durchaus ganz gut verwenden. Je nach Route, natürlich auch hier immer darauf achten, dass man ausreichend Wurfgewicht auf den Routen hat, um die doch immer noch relativ kleinen Köder rauswerfen zu können und dann einfach auswerfen, soweit es geht. Und da ist es eben auch mit diesem Wurfgewicht halt immer wieder wichtig. Kauft euch Routen, die man ja als Allround-Routen gut verwenden kann. Anfangs ist natürlich auch sowas wie eine Super Duty nicht verkehrt, aber es gibt mittlerweile auch Routen, die ein sehr leichtes Wurfgewicht haben, im Idealfall unter 10 Gramm. Diese Routen kann man dann später auch immer noch hervorragend verwenden für das Angeln, zum Beispiel am Yama. Und auch wenn die dann da nicht so viel Tragfähigkeit drauf haben, ich sag mal vielleicht so im Bereich von 20 Kilo ungefähr, reicht das ja gänzlich. Denn auch am Yama, das hier wäre jetzt zum Beispiel auch mein Yama-Set. Ne? 15 Kilo Vorfach. Vielleicht am Yama nehme ich dann eher einen 15 Kilo Vorfach und einen 15 Kilo Hauptschnur. Also da ist 15 Kilo eigentlich ganz gut. Man kann auch mit 15 Kilo Mono ganz gut am Yama angeln. Und deswegen reichen da eben auch Routen, die so wenig Wurfgewicht hier haben. Das Ding hat hier halt von 7 Gramm angefangen. Ja, bis 28 ist halt ganz ideal. Eben auch noch für verschiedene andere Fische. Ne? Aber im Großen und Ganzen halt der Knackpunkt, um halt weit rauszukommen, das Wurfgewicht der Rute muss passen. Und dann kann man eben auch die Spinner richtig schön weit rausballern. Was man immer ganz gut machen kann, auch hier, das wäre dann aber vielleicht eher mit Blinkern zu empfehlen. Stop-and-Go-Führung, das heißt kurz anhalten und dann wieder weiterziehen. Kann ich gleich auch nochmal gerne machen. Und dann auch wie am Belaya immer testen, also Maximum raus. Dann achte ich auch immer darauf, dass unten hier diese Action Bar so ein bisschen in Bewegung ist. Das heißt, der Spinner gibt halt gerade richtig Gas, der ist da am Rumpflackern. Da suche ich mir halt immer die Geschwindigkeit raus, wo das so passt. Und dann lasse ich den einfach so durchziehen. Vielleicht mache ich zwischendurch mal eine Pause. Und dann geht es wieder los. Oder was ich eben mache, kurbeln, 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 5-6 Mal rumgekurbelt und dann zwischendurch mal Shift. Da hocke ich jetzt, glaube ich, vor. Doch, da sieht man es noch. Schnelles Einkurbeln, das geht nach ein paar Sekunden weg. Ähnliches Verhalten, also ganz ähnlich wie auch am Belaya, eigentlich kein Unterschied dazu. Und dann auch da ähnliches Verhalten mit den Ködern. Das heißt, es wird getestet und es wird getestet. Hashtag 4.
sind die 12 Gramm Spiker und dann werden halt Farben getestet. Jetzt natürlich bei dem Wetter, wir haben jetzt hier bewölkt, keinerlei Sonnenschein, das heißt, da muss man eben auch wieder ausprobieren, welche Farbe läuft denn jetzt gerade am besten. Und das ist eben der Riesenvorteil an diesen Spikern. Große Farbauswahl, hohe Qualität natürlich auch und ja, man kann einfach je nach Wetter kann man sich die Farben raussuchen und rumprobieren, ob die laufen oder nicht. Und das ist eben das Schöne mit den Spikern, wenn man sich da mal so ein ganzes Set gegönnt hat. Es ist nicht billig, das ist also jetzt kein Angeln, wo man sagt, alles klar, das ist hier im Level 16 Bereich, wenn man hier vielleicht gerade zum Koori kann, dann ist das vielleicht schon genau das Richtige. Weniger, würde ich sagen. Also das macht man dann vielleicht eher, wenn man so Mitte 20, 30 ist. Man hat schon ein einigermaßen vernünftiges Setup zusammen. Wie gesagt, gerne halt hier eine Rolle im Bereich von 14, 15 Kilo, vielleicht eine HSV, die man dann hier sogar mit einer Monoschnur natürlich auch angeln könnte. Einfach weniger Verschleiß. Und dann nimmt man hier eine Monoschnur, die vielleicht so im Bereich von 12 Kilo ist. Da passen auch einige Meter drauf. Und dann gib ihm. Dann kann man hier ordentlich Gas geben, auch natürlich mit dem Spinning. Wenn ich das jetzt gerade vergleiche bei der HSV und den Einholgeschwindigkeiten, achtet jetzt nicht zu sehr darauf, was ich hier gerade für eine Einholgeschwindigkeit habe. Das ist halt immer von Rolle zu Rolle unterschiedlich und liegt extrem natürlich an der Übersetzung. Übersetzung hier 4,5 nur. Normalerweise mache ich Spinning gar nicht mit solchen langsamen Rollen, sondern gehe da immer mit deutlich schnelleren Rollen ran. Weil mir das sonst einfach zu wenig Speed da drin ist. Jetzt überlege ich gerade, ob wir nochmal was anderes nehmen. Ich nehme erstmal ein paar verschiedene Farben durch. Nehmen wir mal grün, gleich noch blau. Und dann raus damit. Die fliegen richtig gut weit hier. Das passt. Ja. Hoppala, was war das? Ja, und dann wie gesagt, achtet oder spielt mit den Geschwindigkeiten. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel eine HSV hat, die ist relativ langsam von der Übersetzung. Auch da dann wahrscheinlich das Tempo hochstellen. Die Alpha ist da schon schneller. Es gibt natürlich noch schnellere. Wenn man da eine 6er Übersetzung oder so hat, muss man vielleicht nicht ganz so schnell hier durchbrettern. Aber das ist halt Einstellungs- und Testensache. Das heißt auch da wieder rumprobieren, ob da was geht oder nicht. Und farblich teste ich auch gar nicht so lange einen Köder. Jetzt hier keine Reaktion auf grün. Zack, zack, sofort ändern. Ich stehe ja jetzt hier nicht, um irgendwie Köder zu baden. Man will ja auch Ergebnisse. Also zack, raus mit dem blauen Köder und gucken, ob blau eher triggert. Gold hat gerade ja schon ganz gut funktioniert. Silber hat zumindest auch einen hervorgebracht. Das heißt, im Idealfall schmeißt man eine Farbe raus und der Biss kommt relativ schnell. Das ist halt immer ein gutes Zeichen, dass ein Köder halt sofort angenommen wird. Zack, hier kommt auch was Kleines rein. Das Geile halt am Koori, ne? Fürs Spinning, fürs Anfangen mit dem Spinning rumzuprobieren, auch die Jig-Montage und weiß der gar. Ideales Gewässer. Man kann halt tief reingucken. Man sieht jetzt schon da hinten den Fisch schwimmen. Man sieht, wie die Fische angeschwommen kommen. Man sieht auch natürlich das Verhalten, quasi das Verhalten der Köder im Wasser. Was für eine Aktion macht der Köder im Wasser? Alles so ganz wichtige Punkte, um auch ein bisschen Verständnis dafür zu bekommen, was denn da gerade im Wasser abgeht. Wenn man Stop and Go macht oder wenn man den Blinker jetzt irgendwie einfach durchzieht und dann einfach mal anhält. Was für eine Aktion, guck mal hier, bam, was für eine Aktion macht denn der Blinker? Der Feuer, der hat aber Bock, ey. Das heißt, was passiert, wenn ich aufhöre zu kurbeln? Was passiert, wenn ich die Schnur locker lasse? Und wie verhält sich der Köder dann? Ganz große Unterschiede und auch damit kann man eben die Fische unterschiedlich triggern und extra nochmal ranziehen. Wenn man zum Beispiel mit den Hunter-Ködern unterwegs ist und man lässt die Schnur, oder ich würde jetzt einfach aufhören zu kurbeln, sinkt der ganz langsam ab. Wenn man schlagartig aber die Schnur locker lässt, vielleicht sogar mit der Rute auch noch hingeht, dass wirklich die Schnur so ein bisschen runterhängt, dann stürzt er sich quasi kopfüber in die Tiefe und sowas triggert unheimlich auch zum Beispiel Hechte. Also diese ganzen Spielereien, die lohnen sich übelst hier einfach auch mal am Koori alle auszuprobieren, gucken, wie denn das Verhalten der Köder ist. Komm raus hier, Alter. Gestern Abend der erste war ein
Erster Auswurf, zack, war sofort ein Kuorski hier. Schmeckt natürlich auch, ja. Und er ist schon bald zu groß, ja. 5,3 Kilo, schmeckt. Den will ich aber gar nicht. Und wieder raus damit. Den will ich aber gar nicht für einen Kaffeeauftrag abgeben, denn wir wollen ja nur 1,6 Kilo Fischis. 1,6 Kilo reicht. Die reichen für einen Kaffeeauftrag. Und ansonsten kann man sich eben mit anderen auch noch den kleineren oder größeren natürlich gerne den Kescher voll machen hier. Aber das ist eigentlich schon ein ganz gutes Zeichen gewesen, ne? Auswerfen und es kommt relativ schnell der Biss. Das heißt, hier jetzt nochmal ein paar Mal versuchen. Jetzt habe ich ein bisschen weiter links geworfen. Ich glaube, ich werfe gleich nochmal mehr in Richtung genau auf die Insel zu. Dann natürlich dann auch so ein bisschen diese Spots merken und gucken, ob die Fische dann wirklich an der Stelle, genau an der Stelle auch getriggert werden. So, zack. Und dann werfen wir nochmal genau zur Insel. Und durchziehen. Auch da wieder zwei Möglichkeiten. Auswerfen, der Köder landet, entweder absinken lassen, durchziehen oder auftreffen lassen, sofort durchziehen. Na, auch da wieder diese beiden Möglichkeiten. Würde ich auch ein bisschen temperaturabhängig machen. Das heißt auch durchaus mal, wenn es irgendwie sehr kalt ist, einfach mal ein bisschen absinken lassen. Und dann den Köder quasi von unten aus der Tiefe zieht man den ja quasi wieder hoch, den Spinner, und lässt den dann quasi erstmal auch ein bisschen Zeit oder dann, wie gesagt, zwischendurch mal so ein bisschen wieder absinken lassen. Wobei das, wie gesagt, bei Spinnern mache ich das äußerst selten. Lieber halt, wie gesagt, bei Blinkern, da kann man das ganz gut machen. Ich kann ja gleich mal gucken, ob wir noch einen, da geht noch was rein, ob wir noch einen kleinen Blinker irgendwie haben. Eine Serie, die ich auch immer ganz gerne mag, ist zum einen hier die Slim Shots. Einfach hier unter der Suche mit der 15 und unter der Suche mit der 12. Zack, sind die hier, die Type 1, auch immer wieder richtig gut. Hier haben wir mal den schwarzen. Schwarz ging, glaube ich, zuletzt immer wieder ganz gut. Und ihr seht, bam, mit 12 Gramm fliegen die halt übelst weit raus. Und da ist es dann halt so bei Blinkern, ich lasse die wirklich absinken, spam jetzt die ganze Zeit zwischendurch die R-Taste und dann fange ich halt erst an. Und dann kann man eben verschiedene Führungen machen, ne? Jetzt zum Beispiel mit Shift einfach mal so ein bisschen ziehen, wieder absinken lassen. Da muss man auch wirklich rumspielen und gucken. Man sieht es immer so ein bisschen auch an der Schnur, was da geht und was nicht. Zack, die Schnur geht wieder hoch. Jetzt geht er wieder runter, der Blinker. Oder auch da ganz normales Einkurbeln. Auch da wieder das Tempo. Ich passe es immer halt so ein bisschen an. Guck mal, jetzt flackert das da unten so ein bisschen. Das heißt, der Blinker macht da richtig Action, so soll das sein. Was ich gerade hier mache, automatisches Einkurbeln, hatte ich in verschiedenen Videos schon erklärt, wo wir gerade hier beim Spinning und beim Durchziehen sind. Machen wir das auch mal eben noch mit, haben wir das abgehakt. Steuerung, primäre Aktion, linke Maustaste ist ja klar, die verwendet man halt zum Einkurbeln. Ich habe das dann hier eben noch auf den Nummernblock gelegt. Seinerzeit hatte ich beim übelsten Drillen immer Schmerzen nach stundenlangem Wälzdrill oder weiß der Geier was. Schmerzen regelrecht im Finger und ich habe eine Alternative gesucht für die Maus und dann war es eben die Null-Taste. Das hat super funktioniert und wenn man dann halt irgendwann da so am Rumdrillen ist und auch mal schnell eindrillt, jetzt ist da sogar was dran. Das heißt, wenn ich jetzt Null drücke, zack, kurbelt er ein und wenn man dann schnell kurbelt, dann kurbelt er auch ein und dann auf einmal lässt man erst die Null los und dann Shift los und auf einmal sieht man, hoppala, er kurbelt ja von alleine weiter. Direkt schamlos ausnutzen. Wenn das doch so geht, diese Funktion, Feststellfunktion sozusagen, dann kann man das doch gut nutzen. Heißt also Null drücken, Shift drücken für schnell, Null loslassen, Shift loslassen und es lübt. Ganz wichtig dabei, aufpassen, dass die Bremse richtig eingestellt ist. Wenn man jetzt die Hand nicht an der Maus hat, um schnell reagieren zu können, ist das natürlich gefährlich. Und jetzt, wenn ihr hier weiter, ihr könnt natürlich jetzt auch Shift drücken für schnelle Einkurbeln. Geht auch automatisch natürlich noch weiter. Aber wenn man dann gleich erneut auskurbeln will, auswerfen will, muss man das natürlich dann wieder abbrechen. Oder auch jetzt breche ich es gerade mal ab. Jetzt will ich hier so ein bisschen mehr Spiel drin haben. Zack. Oder auch einfach mal Stopp machen. Die ganze Zeit durchkurbeln ist ja dann bei einem Drill auch nicht ganz gut. Das geht ja übelst auch in den Verschleiß.
wenn dann Fisch gerade Bock hat abzuhauen, dann lässt man ihn auch mal. Siehst du, das ist doch ein ganz gutes Gewicht hier. Das schmeckt. So, wenn ich jetzt auswerfen will, warte, ich habe es ja gerade ausgemacht. Werfen wir mal ganz kurz eben. Also, das ist jetzt automatisch eingekurbelt. Wenn ich jetzt die linke Maustaste drücke, weil ich ja wieder auswerfen will, dann seht ihr schon, es zieht die ganze Zeit hoch bis auf Maximum und weiter geht's nicht. Da muss man halt die 0 nochmal kurz drücken. Dann ist man da wieder raus und dann kann man da eben wieder reingehen. Zack, zack. Und dann lübt der Lachs. Ja, so sieht es aus. Am Koori, wie gesagt, viel rumprobieren. Auch gerne mal vom Land aus. Schadet nicht. Kann man wirklich ganz gut machen. Gerade als Anfänger im Spinning-Bereich rumprobieren. Rumprobieren mit den Führungen. Rumprobieren mit den Ködern. Ganz wichtig, denkt nicht, ihr müsst alle Köder hier aus den Rekorden immer haben. Die Rekorde verleiten immer dazu zu sagen, ja Alden, ich brauche diesen Köder. Ohne diesen Köder fange ich diesen Fisch nicht. Das sind quasi Anhaltspunkte. Achtet auf jeden Fall bei den Kunstködern auf die Farbe, auf die Form, bei den Wobblern auf die Tauchtiefe vielleicht noch. Das ist halt wichtig, ne? Also nicht einfach sagen, ja geil, Alter, ohne den Köder, kann man ja hier nichts fangen. Ich habe schon dreimal ausgeworfen, kein Fisch. Ich brauche diesen Köder. Bullshit. Rumprobieren. Diese Köder sind immer halt nur ein Anhaltspunkt. Nachteil eben auch von den Rekorden. Irgendein Otto sieht, es funktioniert und denkt sich, boah geil, ich brauche diesen Köder. Ich verwende ihn auch. Das Ergebnis ist, irgendwann wird er was fangen. Und dann hat man natürlich auch wieder da dieses verfälschte Ergebnis. Nur weil man halt ständig mit dem einen Köder angelt, heißt es ja nicht, dass das der beste Köder ist. Klar fängt dieser Köder auch, gerade auch diese Balsa, klar, die funktionieren. Aber es gibt eben auch andere Möglichkeiten, deswegen rumprobieren. Und ich hatte vorhin auch schon mal ein bisschen getestet. Zack, Alter, der hat aber Bock. Ui. Oh. Schön. Ich bleib noch ein bisschen auf dem Köder hier. Ich wollte gerade schon wieder wechseln. Ich bleib noch ein bisschen. Ich wollte gerade mir sagen, ich war vorhin schon unterwegs hier, habe ein bisschen rumgetestet und da waren einige von den klassischen Spinnern hier ganz geil. Auch von den günstigen. Und zwar zum einen natürlich die 7 Gramm Aikila, aber die sind ja nicht ganz so günstig. Aber hier, Dragonfly Streamer. Zack, direkt Koori. Kuorski dran gehabt. Dann hier Dragonfly Bell. Gerade wenn ihr im Startbereich seid, ihr habt vielleicht das Starter-Set vom Belaya euch zusammengespart. Dragonfly Bell Serie, mega geil. Häufig auch die schwarzen verwenden, Silber, Gold. Das sind halt die klassischen Farben. Auch die ganze Serie, mega gut. Kauft man sich natürlich alles nicht hier, weil hier das Gewässer schweineteuer ist. Kauft man sich im Idealfall an einer alten Festung. Beziehungsweise am Mosquito oder Windenbach, da einfach shoppen gehen, da geht das auch. Genauso hier Dragonfly Long oder wie gesagt dann hier die etwas größeren, auch da mal ruhig durchschmeißen, durchtesten hier, auch mit einem nicht ganz so guten Set kriegt man die raus, aber wie gesagt auch mit diesem Belaya Set kann man die auswerfen. Und das Gute ist, die kosten halt alle nicht viel, auch die hier, ich weiß noch, die habe ich früher geliebt, die Teile. Regelmäßig ewig lang damit mit rumgeangelt, natürlich auch Ergebnisse gehabt und ja, Funst. Und immer wieder neu probieren, denn ich sehe gerade, es wird zwar jetzt nicht wesentlich wärmer, aber das Wetter ist halt übelst entscheidend, ne? Hier hinten kommt mal so ein bisschen Sonne raus. Also das Wetter ist übelst entscheidend für die Farben, die eben auch funktionieren. Deswegen rumprobieren mit den Farben, rumprobieren mit den Aktionen. Ihr seht jetzt gerade hier Volkov Lures Typ 1. Verwende ich übrigens übelst gerne auch am Yama. Das heißt, das ist also da auch wieder nicht ein Einmalkauf, der nur für eine Aktion irgendwann mal funktioniert, sondern die Dinger funktionieren auch später noch im Endgame. Kaufen! So, ich ziehe jetzt hier noch ein bisschen durch, ziehe jetzt hier noch ein paar Forellen raus. Tja, gönnt euch, testet ein bisschen, wie gesagt im Low-Level-Bereich einfach auch das Starter-Belaya-Set euch gönnen,
Es gibt extra ein Video dazu, wenn du nicht weißt, von welchem Set ich rede. Ich hatte einfach mal in dem Kanal in der Suche Belaya eintippen. Da kommen mehrere Videos zum Gewässer Belaya und welches Set man da benötigt regelrecht, um da auch erfolgreich was rauszuziehen. Da hatte ich ein Set hatte ich da zusammengestellt, was nicht teuer ist, unter 900 sogar. Und mit dem kann man auch ewig lange noch weiter angeln. Nutze ich zurzeit immer noch, selbst mit 41, immer wieder gerne, weil es auch so günstig ist und auch von den Reparaturkosten super günstig ist. Und man zieht die Brocken einfach raus. So, ich mache jetzt hier noch ein bisschen weiter. Ich habe Bock. Es sieht ganz gut aus hier mit der Sefo. Und ich werde noch eben den Kaffeeauftrag absolvieren. Und dann, ja, sehen wir uns, würde ich sagen, im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags ab 19 Uhr. Petri.